Das sind also diese dicken, fetten Drahtseilteile. Gut, Rainer, dann mache ich mich damit auf den Weg, oder? Bis dann. So, meine lieben Hätte, ich glaube wirklich, ich bin nicht in der Lage, mit einer Flex umzugehen. Danke für die genialen, ich habe den Namen vergessen, Schlupf sind es nicht, für die Drahtseilteile, ich habe den Namen vergessen. Extra Sicherheitsschlösser, ich würde mein Geld zurückverlangen. Abgesehen davon seid ihr ziemliche Vollidioten, denn hier ist schon seit fast einem Vierteljahr zugeschweißt. Also da kommen die ohnehin nicht durch. Aber danke für die Teile, die kann ich gut gebrauchen. Die Dinger sind verdammt teuer. Ich persönlich wäre mir dafür jetzt schade. Dankeschön. Habe ich auf jeden Fall mal welche. Da wollte ich mir schon länger welche kaufen. Die sind zwar ein bisschen kurz, aber es haut hin. Danke, ihr Idioten. Lernt erst mal zu haten, bevor ihr Scheiße baut. Junge! Schlammit, Schlammit! Ich werd wahrscheinlich mehr drauf als du. Schlammit! Schlammit, Schlammit! Mir scheißegal, egal! Schlammit! Die Hater bleiben unbesiegt! Junge! Unbesiegt! Meine Mutter ist eine dumme Schlammit, Schlammit! Schlammit! Die Hater bleiben unbesiegt! Melden ist zwecklos, also wie in deiner Schulzeit, du elendiger Fettfluss, hast dich Terroristenwitziger auf YouTube gemacht! Und da ist immerhin noch Kuchengeschmack. Komm doch zu mir, trau dich, alter Klingel. Du bist dick im Geschäft bei Matthias Zwingel und kannst reichhaltige Mahlzeiten aus Zucker und Käse. Das Einzige, was du dir erarbeitet hast, ist Diabetes. Du bist, was du trinkst, du wärst gern ein Rockstar. Doch meistens reichst du für Monster. Die Haut ist kein Organ, davon entfernst du dich kein Jota. Rudi liegt hier wie Gottfried schuf, nur Toter. Die Hater kommen zu dir nach Hause und stehlen deinen Kater. Denn die Hater haben bekanntlich ja kein Leben wie dein Vater. Lebensmüde. Was bedeutet das Wort? Es hat zwei Namen und eine Bedeutung. Das erste Wort bezeichnet Leben. Das Leben ist, was wir haben. Leben bedeutet Freundschaft, Liebe, Gemeinschaft, aber auch Einsamkeit, Hass, Leid und Trauer. Leben ist schwer. Manche von uns erleben viel Leid, Abneigung und Hass. Einige von uns können damit besser umgehen als andere. Das zweite Wort bezeichnet müde. Wenn wir einen langen Tag erlebt haben, viel erlebt haben, sind wir müde. Körperlich, aber auch geistig. Unser Körper und unser Verstand braucht eine kleine Pause, um sich zu erholen. Ich spüre den Schmerz der Welt mehr als andere. Einige von uns können das Leid spüren, das die Welt heimsucht. Manche spüren es mehr und andere weniger. Und wieder andere ignorieren den Schmerz. Aber ich werde es müde. Es ist zu viel Hass in der Welt. Ich selbst bin ein gutes Beispiel dafür. Ich bin schon weit unten angekommen. Doch, anstatt dass man mir die Hand reicht, tritt man mich noch weiter und schlägt auf mich ein. Ich bin es müde, auf Liebe zu hoffen und Hass zu bekommen. Ich bin es müde, Ablehnung statt Liebe zu bekommen. Ich bin es müde, zu hoffen, ohne Hoffnung. Warum also bin ich hier? Ich hoffe, dass die Welt gerettet wird. Ich hoffe, dass die Menschen Liebe in sich finden, als nur Hass zu säen. Ihr sagt, ihr tragt Liebe in euch. Warum ist der Hass dann so viel stärker als die Liebe? Ihr mögt mich nicht, das ist in Ordnung. Aber warum hasst ihr mich? Ich spiele in eurem Leben keine Rolle, es sei denn, ihr verleiht mir eine Rolle. Gebt mir keine Rolle in eurem Leben und der Hass hört auf zu wachsen
oder verschwindet. Es liegt an euch. Ins Heim zu stecken, wird das Ganze dann verprasst. Das ist wie Skispringen, Nigga. Mit der Schanze geht's bergab. Schlammit, Schlammit. Ich hab wahrscheinlich mehr drauf als du. Schlammit. Schlammit, Schlammit. Schlammit. Die Hater bleiben unbesiegt. Unbesiegt. Meine Mutter ist eine dumme Schlammit. 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 Tatsächlich. Ich sitze tatsächlich im Schatten, das Leben tatsächlich vorbei. Tatsächlich ein einziges Schrei, tatsächlich bei Tag und Nacht. Was hab ich eigentlich tatsächlich vollbracht? Mein Leben ist tatsächlich einerlei und nun tatsächlich vorbei. Tatsächlich. Nach einer Idee von Rainer Theodor Fontane Winkler. Connected. Ja, und mein TS geht wieder ab wie Sau. Gegebenenfalls muss ich gleich mal aus dem TS rausgehen und mir dauernd diese blöden Meldungen kriegen. Ah ja. Nice. Connected. Alter, ist das scheiß TS, ey. Wenn das jetzt nochmal vorkommt, dann gehe ich mal raus, weil es ist auf Dauer echt nervig und hat auch vor allem im TS überhaupt nichts verloren eigentlich. Ich heiße jetzt so. Derva. Suchst du Ärger? Ja, brauchst du Small? Ach ja, schönes Spiel. Ihr habt schon gemerkt, ich habe eine Aversion gegen Pferde. Rennt niemals mit gezogenen Waffen oder Scheren herum, Leute. Zum Zerstören eines Monsternests brauchst du eine kartätische Sam... Was? Samum. Was? Ich hock schon wieder zu nah dran. Wartet mal. Zu weit weg meine ich, hock ich. Ich hock zu nah am Mikro, meinte ich damit. Zum Zerstören eines Monsternests brauchst du eine kartätischen Samum. Samum. Oder eine Bombe. Tänzende Stern. Schon ultra geil, Leute. Boah, Alter, geht jetzt voll auf die Augen, Alter. Hey, war Kronke nicht auch mal unterwegs, tatsächlich? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass er da mal durch die Schlucht gehen wollte und dann hat sein Pferd irgendwie versagt. Genau, und dann ist er auch runtergerutscht, tatsächlich. Irgendwo hier in der Nähe muss es gewesen sein.
Ich weiß auch immer bloß vage, wo irgendwelche Quests sind, wenn ich in der Nähe bin oder so und ich schon mal gesehen habe, die Quest bei jemandem oder bei Gronkh halt vor allem. Ich habe sie nur bei Gronkh angeschaut. Ja, also wie gesagt, falls ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da. Ja, tatsächlich. Ich bin ausnahmsweise mal klischeehaft. Falls ihr Bock drauf habt auf dieses Let's Play für Zukunft, lasst ein Like da. Lasst einen Kommentar da und sagt mir, was ihr davon haltet. Wenn ja, die Resonanz gut ist und so weiter und wenn ich selber auch noch Bock habe, dann wird das Live SP weitergehen. Ansonsten werde ich halt einfach privat weiterspielen. Ja. Da ich jetzt schon kommen sehe, dass die Mehrheit von euch sich wieder drüber aufregt, mir es aber scheißegal ist, werde ich Folgendes machen. Wir werden jetzt erstmal alle Nebenmissionen machen. Vor allem, man zieht sich vor ihnen um. Finde ich eigentlich schade, dass sie darauf gar nicht reagieren. Vor allem, weil man muss ja bedenken, der zieht sich ja quasi nackt aus und zieht sich ja dann andere Klamotten an. Also, dass sie darauf wirklich gar nicht eingehen, fand ich ein bisschen schade eigentlich. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was getan tatsächlich. Ja, genau. Und jetzt mitten in der Aufnahme kacken die ab tatsächlich. Aber wartet mal, ich würde eigentlich gerne ein paar Nebenquests tatsächlich machen. Ja, okay. Tatsächlich werden die weggenommen, wenn ich die einsammle. Wartet mal, die weißen Leute, können wir die anquatschen? Ah, tatsächlich. Da treffen wir uns wie. Ist der weiße Strich oben eigentlich meine Erfahrung? Das würde Sinn machen, ne? Tatsächlich. Ach, wird es automatisch gewechselt? Ah, Tatsache. Das ist der Hund tatsächlich. Mehr bewegen. Das ist ja nichts Neues tatsächlich. So viel. Okay, man kann die doppelt looten, tatsächlich. So einfach. Tatsächlich, Leute, der erste Quest. Nee, wenn Quest haben wir tatsächlich gar nichts. Hexer. Tatsächlich ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, aber wir könnten, wenn wir hier schon hin. Genau, dann ist er auch runtergerutscht tatsächlich. Tatsächlich. Dass man da nicht einfach mit der Backtaste da raus kann. Tatsächlich würde ich sogar ganz gerne. Tutorial könnte ich tatsächlich mal kurz was gucken. Ja, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, auch eine recht gute Route schon gewählt, tatsächlich. Das weiß ich jetzt gar nicht, tatsächlich, ne? Also, wir dürfen wirklich nichts mehr verkaufen, tatsächlich. Ich möchte auf keinen Fall, dass der runterfällt, tatsächlich. Lass mal meine Freundin in Ruhe, sonst wird sie echt mal bald hässlich werden. Sorry. Einfach reden, gehen also her, beleidigen mich, schreien rum und wollen mich eben genau dazu bringen, dass ich eben rumrage. Und das tue ich einfach nicht und daraufhin regen sie sich weiter auf, weißt du? Also ich habe dich nie beleidigt und ich weiß auch nicht, warum du mich verbannt hast. Da frage ich mich letztendlich auch einfach. Die werfen mir immer vor, wie dumm ich bin und alles. Und dann hauen sie ihre eigene Kohle oder ihr eigenes Leben oder ihr ganzes Zeug so raus. Ist euch eigentlich klar, dass die Mehrheit von den Leuten, die hier so eine Scheiße abzieht, ich anzeigen könnte? Ich könnte denen ihr ganzes Leben versauen, indem ich einfach nur die anzeige und vor Gericht schleife. Und dann hätten die ihr ganzes Leben lang Vorstrafen und alles. Was genau habe ich davon? Oder was genau haben die davon? Ich hätte sogar noch was davon, weil ich könnte, wenn der Geldstrafe oder was rauskommt, kriege ich auch noch Geld von denen, weißt du? Wegen Mobbing, wegen Cybermobbing, was weiß ich alles. Wegen Belästigung, wegen Beleidigung, wegen diversen Geschichten, wo sie anfangen, meinen Content klauen und alles, wo sie dann selber Geld mitverdienen oder selber versuchen, Geld mitzuverdienen und was weiß ich alles. Die ganzen Sachen mit dem Merch-Shop, Regenbogenschaf, könnte ich ungefähr 10-mal wegen verschiedensten Delikten anzeigen. Darunter mindestens 8-mal wegen Rufmord, wegen Verleumdung, schlechter Nachrede, böser Nachrede, böswilliger Nachrede. Wie heißt es? Ich habe den Namen vergessen. Wegen Hexenjagd, also wie heißt das? Cybermobbing und so auch, ne? Ja, klar, habe ich ja gesagt, aber virtuelle Hexenjagd, wie heißt das? Lässig. Warum machst du es nicht? Warum? Weil ich im Gegensatz zu denen nicht die Zeit dafür habe. Die sagen mir immer nach, du bist so schlecht, du hast nichts zu tun. Ja, ich habe den ganzen Tag zu tun. Wenn ich den ganzen Tag so viel Zeit hätte wie die, hätte ich schon die Hälfte von denen in den Knast gebracht. Schau mal, ich habe jetzt aufgenommen, Bayonetta, was habe ich vorhin gesagt, glaube ich, 14 Parts waren es oder so. Das habe ich alles, das ist eine Aufnahmesession gewesen. Eine einzige Aufnahmesession habe ich 14 Parts aufgenommen, mit jedem Part etwa eine halbe Stunde. Rechnet ihr mal aus, wie lange ich da dran gegangen war. Und ich habe sie jetzt noch auf meinen Rechner, das dauert ungefähr 5 Stunden. Dann muss ich sie noch bearbeiten, das dauert pro Part ungefähr 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden. Und dann muss ich sie hochladen, was auch nochmal 2 bis 4 Stunden dauert. Rechnet ihr mal aus, wie lange ich für einen Part sitze.
Halbe Stunde braucht der Part ungefähr. Kannst du es dir mal ausrechnen, ey. Ich ungefähr eine halbe Stunde, Stunde schon verschwendet, weil ich nebenher noch geschaut habe, welche Thumbnails ich machen muss. Gegebenenfalls die Thumbnails neu nummerieren und alles. Und dann ist meistens schon eine halbe Stunde, Stunde rum. So, dann habe ich aber noch nicht mal gefrühstückt. Ich hatte vielleicht noch nicht mal einen Kaffee, wobei ich mir den Kaffee meistens schon vorher mache. Aber ich hatte meistens noch, teilweise hatte ich noch nicht mal einen Kaffee. Ich hatte noch nichts zu diesem Zeitpunkt. Bin schon fast eine Stunde wach. So, dann setze ich mir an den Computer, schaue ein Let's Play und tue dabei essen. Wobei ich nebenher dann immer noch auf meinem großen Rechner dann schaue, welches Projekt ich jetzt rüberziehe auf meinen Rechner. Oder mein Gaming-Kanal steckt tagtäglich ungefähr 10, sagen wir 15 Stunden Arbeit mindestens. Irgendwann brauchst du das Geld, ja. Willst du dann, bist du dann bereit? Ich habe nicht gesagt, dass ich nichts anlege. Nee, ich habe ja verschiedene Anlagen und so weiter, wo ich halt regelmäßig einzahle und von daher. Wenn hier nachts um 4 Uhr Leute wie die Verrückten rumheizen, ja, rumhupen, rumschreien, wie die Gestörtesten der Gestörten und sich 10.000 Mal assiger benehmen, als mir von euch vorgeworfen wird und hier die kleinen Kinder aufwecken, die hier im Dorf wohnen und leben und schlafen um die Uhrzeit. Ganz im Ernst, ich mache mir die Arbeit für euch nicht mehr. Ich mache mir auch für euch die Hände nicht mehr schmutzig, das sehe ich nicht mehr ein. Wenn ihr euch nicht benehmen könnt, seid ihr selbst schuld. Bedankt euch bei den ganzen Leuten, die hier vorbeigekommen sind. Videos wird es keine mehr geben. Was? Sonst? Ja. Man kann mich mit Schlagstücken angreifen, Militär aufschlagen und sonst was. Schau, dass du dich verpisst, oder ich sag dir was Arrogantes, du blöder Stück Scheiße. Ich hab nicht meinen Schlagstock oder sonst was. Ich hab wahrscheinlich mehr drauf als du. Ist mir scheißegal. Junge. Ich hab wahrscheinlich mehr drauf als du. Dieser Fan von Bud Spencer war, was übrigens auch meine Meinung ist. Ich habe früher mit meinem Vater, war ich auf der Couch gesessen, da denke ich immer gerne zurück, Bud Spencer und Terence Hill Filme, war ich immer mit meinem Vater auf der Couch gesessen. Mutter, Leute! Die blocken mich! Fuck, Alter! Das tue ich mal jetzt! Ohne Scheiß! Soll die Scheiße da ohne Fuck, Alter! Fuck, du Wichser! Fuck, Alter! Was machen die Arschlöcher? Nein! Ich bin derjenige, der die Arschkelle hat! Besser! Drachenlord! Ey, ihr Wichser! Soll ihr Fuck! Verdammte Scheiße! Tschüss, ihr Wichser! Achilleus Menzer und Sana, ich spreche mit Mario, hallo? Ja, schönen guten Tag, Simon Petersen mein Name. Und zwar hätte ich mal eine Frage. Ich war letzte Woche bei euch so ein bisschen rumferkeln und da habe ich so einen großen, stämmigen Mettler gesehen. Der war ganz süß. Der hat mir seine Nummer gegeben. Aber ich habe den leider verloren und der hat gesagt, der wäre Stammkunde. Können Sie mir sagen, an welchen Tagen der immer kommt? Boah, das fragst du mich jetzt was Leichteres. Also der war so ungefähr 1,96 Meter groß, so circa 140 Kilo schwer, so ein richtiger Bär halt, ne? So ein ganz süßer. Kommt der öfter, also der hat gesagt, der Stammkunde. Boah. Wann war das? Donnerstag?
Ja, also er hat gesagt, er kommt regelmäßig so mindestens einmal die Woche. Das war, letzten Monat war das erst. Aber ich hatte seine Nummer bekommen, zu der Zeit war ich noch in einer Beziehung. Und jetzt wollte ich ihn anrufen, hab die Nummer bekommen. Boah, da habe ich mehrere so Riesenkerle, die... Also 1,96 Meter, der ist auch YouTube-Star, ja, ja. Hat er erzählt, der ist YouTube-Star. Was ist der? YouTube-Star. Der heißt Drachenlord. Rainer Winkler. Sagt mir jetzt gar nichts. Okay, also so lockige, kurze Haare, so ein bisschen wild, so hochgekämmt. Ja. Nee, sagt mir jetzt gar nichts. Also da können Sie mir auch nicht sagen, wann der Rainer immer kommt. Dann kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen, nee. Okay. Also persönlich kenne ich den jetzt nicht. Okay. Sagt mir auch nichts. Dann versuche ich einfach nochmal ein paar Mal zu euch vorbeizukommen. Vielleicht trifft man sich ja zufällig. Genau, vielleicht triffst du nochmal. Dann komme ich am Dienstag nochmal zum Rumferkeln, okay? Okay, mach das, gell? Dankeschön, tschüss. Tschüssi. Ja. Scheiße. Mein Ernst, bin ich der Dumme oder sind das? Seht ihr das für cool? Ist das cool? Wirklich? Dann habt ihr keine Ahnung von wirklich, sondern einfach nur davon, wie man andere Menschen auf geht, wie man andere Menschen böse ist, wie man dafür sorgt, andere Menschen auf einen bösen. Ernsthaft, Leute, haltet ihr sowas für cool? Wenn ihr sowas wirklich für cool habt, dann seid ihr echt bescheuerter, als ich es jemand gesagt, dass ich jemand wurde. Bei solchen Situationen wie das, was ihr abziehen, das zeigt nicht nur von niedriger Gesinnung und nur niederem Intellekt, sondern es zeugt auch absolut nur Respekt. Und trotz solcher ganzen Idioten, trotz solcher ganzen Arsch, bin ich trotzdem noch ein, der meine Videos, seine Videos macht, das was ich mache. Auch wenn ich Hauptkanal mache, weil ich keinen Bock und auch keine Idee mehr habe. Aber ganz ehrlich, das halte ich für gut. Das halte ich für cool. Sowas ist cool, sich bei jemandem vorzustellen, in einer Masse von 100 Leuten und hier nur schauen. Wirklich, das finde ich cool. Ich finde das cool, gut, dann bist du gebrochen. Viel Spaß damit. Das ist echt ein Dachschaden. Das ist nicht cool. Ich bin für armselig. Ich halte das für jämmerlich. Solche Aktionen von allem teilweise Leuten, die 30, 40 sind. Ich sehe da jemanden, der ist 30, mindestens. Ich halte es für extrem schwach. Extrem schwach, seine Minderwertigkeit komplett so ausleben zu müssen, noch in die Öffentlichkeit zu tragen. Das tut mir leid, das ist mir echt leid, dass da solche Menschen auf die Sechsen müssen. Ich halte es echt für traurig, dass solche Aktionen nötig sind, dass solche Menschen so nötig sind. Halten sich immer so viel besser, so viel mehr wert. Und gleich. Ja, und das ist übrigens derjenige, der doch 30, 40 ist. Dann denke ich mir ernsthaft, warum hast du sowas nötig in deinem Leben falsch gemacht? Was ist in deinem Leben schiefgelaufen, dass du so nötig hast? Verklagt die wegen. Habe ich schon versucht, gestern waren wir, die haben meinen Zaun wieder verfestigt, mit dem Zaun was kaputt gemacht. Die Bullen sind da, haben die sogar noch erwischt, die haben einen Scheißdreck. Deutsche Polizei ist ein Arsch. Und das sage ich auch der Sache im Bewusstsein, das leidet vielleicht wirklich. Ganz im Ernst, macht einen verfickten Job, wie ihr bezahlt werdet. Ich bezahle meine Steuern für eure Scheiße, dass ihr was haben, das zu fressen, zu schaffen, dass ihr fortgehen könnt, dass ihr euer Feiern könnt, dass ihr in Urlaub fahren könnt. Dass er einen Haufen Kohle in den Arsch geschubst und die arbeitet nichts. Ganz im Ernst, das halte ich für absolut asozial. Was soll ich meinen, wenn man schon in Deutschland Steuern nicht zahlt, man dann auch so viele Idioten dann da hat? Solche Idioten. Es tut mir echt leid, in so einem Kindergarten. Freunde sagen, ich kann jetzt singen und selber ein Stück Scheiße abzweifeln. Siegen, Rainer Winkler, unser Drache. Sie glauben vor allem, dass ich aufnehme. Der Speicher ist gleich voll. Von wegen.
Hallo, die öffnet selbst für Amsel. Ich kann die innere Verbindung verbessern, bin noch am Hochladen, wie immer halt. Dass ihr nach Jahren noch nicht verstanden habt, dass immer noch ich am längeren Hebel hocke und es immer werde. Ihr habt mich 4 Jahre nicht besiegen können, ihr werdet es auch nie schaffen. Aber ihr besteht immer wieder noch drauf, euch lächerlich zu machen. Ich finde es echt traurig. Ich mag das. Schau ich so aus, als ob ich das mögen würde? Mich interessiert das einfach nicht. Und während ich versuche, sie zu ignorieren, reißen sie mein Tor ein, reißen hier alles in Stücke. Guter Plan. Die haben hier ihre 5 Minuten, ja, ihre 5 Minuten, wo sie gestört sind, wie sonst was. Ansonsten gehen das ganz normal auf Arbeit im Normalfall, sind ganz normale Leute in Anführungszeichen. Das Problem ist nur, dass diese 5 Minuten reichen und alles zu zerstören. Ich verstehe auch nicht, warum man sich auf so ein Niveau herabbegibt. Ich verstehe nicht, warum man sowas nötig hat. Ich bin mein ganzes Leben lang, auch wenn das Hater anders behaupten, ich bin mein ganzes Leben lang ganz normal arbeiten gegangen. Ich bin in einer ganz normalen Familie aufgewachsen, wo der Vater arbeiten geht, die Mutter arbeiten geht, die Kinder in der Schule sind. So bin ich aufgewachsen. Als ich dann aus der Schule gekommen bin ich selber in die Schule gegangen. Quatsch. Als ich aus der Schule rausgekommen bin ich selber in die Arbeit gegangen, habe selber mal solche Arbeit gemacht und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwann später, ich habe die Polizei schon gerufen, die machen bloß wieder nichts. Und später bin ich dann rumgelaufen und habe dann ein paar Videos auf YouTube ab und zu gemacht, neben der Arbeit. Und habe das bloß ein bisschen aus Blödsinn gemacht, ja. Und dann kamen die halt und haben dann angefangen, alles zu zerstören, was ich mir aufbauen wollte. Ich habe mich aber dabei nicht zerstören lassen. Ich habe nie zugelassen, dass die zerstören, was ich mir aufbauen will. Und genau dafür verdiene ich meiner Meinung nach, bitte um Entschuldigung, wenn es mir hier an Respekt mangelt, ein wenig Quatsch, nicht Respekt, wenn es mir an Bescheidenheit mangelt, Ich bin einfach der festen Überzeugung, der festen Meinung, ich habe hier irgendwo auch ein bisschen Respekt verdient, weil letzten Endes, Leute, habe ich in den letzten zig Jahren viel erreicht auf YouTube und in meinen Videos und alles, trotz der ganzen Hater, trotz des ganzen Arschlochgedöns draußen. Und dann kommen so Leute wie Alblali, ja, und die nie so einen Gegenspruch gegen sich hatten. Klar, die haben auch Hater, ja, aber dann kommen so Leute wie Alblali und machen so einen unglaublichen, kranken Scheiß damit, dass die mich dann auch noch zusätzlich als arrogant, was ich alles hinstellen, ja. Dann denke ich mir einfach nur noch so. Ja, und das Geile ist ja dann, dass er mich noch am Ende noch hinstellen will als jemand, der dafür verantwortlich ist. Ey, ohne Scheiß, Leute, das ist doch der letzte Kindergarten. Sowas, dass man sowas überhaupt nötig hat, sowas zu machen. Runtergezogen, sehe ich runtergezogen aus. Ich bin bloß ein bisschen durchgeschwitzt, was warm ist. Leute. Warum versaut ihr euch euer Leben mit so einer Aktion? Ich verstehe es nicht, das wird mir nie in die Rübe gehen. Ich kapiere das nicht, wirklich nicht. Worüber lachst du eigentlich, abgesehen von deiner eigenen Dummheit? Ich habe weder was gesagt noch was getan und du lachst. Warum? Weil du selber so dumm bist. Ich bin die Witzfigur. Stehe ich vor deiner Tür oder du vor meiner? Du bist für alle, du bist für über 332 Leute, ja, gerade live eine Witzfigur. Aber ich bin die Witzfigur. Das Konzert hat euch gefallen. Ich bin extra mal hergereist zum Schauergang. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Hackfresse da. Der Typ ist auch schon das zweite oder dritte Mal da mittlerweile. Ich muss echt sagen, ich finde es echt schade, dass es solche Idioten auf der Welt noch gibt. Dass ihr vor allem nichts daraus lernt, finde ich echt dumm. Das Witzige ist, die schreien jetzt hier rum und schreien hier rum und meinen, dass es mich interessiert. Und meinen jetzt, dass ich versuche, sie zu übertönen. Brauche ich aber gar nicht. Weil ich bin näher am Mikro dran als die und deswegen versteht ihr mich noch. Die mich aber nicht. Deswegen habe ich es gar nicht nötig zu schreien. Ich filme nicht, ich streame. Aber du bist natürlich intelligent genug. Um den Unterschied zu erkennen. Du hast einen Schulabschluss und kennst den Unterschied zwischen Streamen und Aufnehmen nicht. Dankeschön. Danke, dass du deine Dummheit auch noch zeigst. Aufnehmen ist Aufnehmen. Das heißt, ich projiziere mit meiner Kamera auf meine SD-Karte oder auf meinen Speicher das, was ich aufnehme. Streamen, ich schmeiße das Ganze live ins Internet auf den Server. Wenn ich hier irgendjemanden nass spitze, ist es mich selber. Als ob ich euch irgendwie einen Gefallen tun würde. Würdest du mal die Pfoten von meinem Zaun nehmen? Und würdet ihr auch mal langsam, aber sicher, den Fuß von meinem Grundstück nehmen?
Dann weißt du ja anscheinend. Die verstehen echt nicht, dass ich nur für Juno rede, ne? Er redet und redet und redet und glaubt, dass ich mit ihm rede. Und meint dabei, mich übertönen zu müssen. Ich hab's überhaupt nicht nötig, ihn zu übertönen, weil die Leute auf Juno mich trotzdem verstehen. Und deswegen benimmst du dich selber wie ein Stück Scheiße. Weißt du was, du kriegst von mir einen Freespin, ey. Hey, ja, cool, hau mal einen Freespin raus. Find ich cool. Abo-Button und auch die Tatsache, dass ich auf YouTube momentan nur Gaming mache. Und die Gaming-Community ist ja größtenteils eine andere Community, weil es halt in erster Linie wirklich ums Game geht. Ich rede halt nicht über die Hater, was halt viele Jahre auf YouTube, auf dem Hauptkanal, wurde vorgeworfen, dass ich keine Selbstironie habe. Ich habe mal ein Video gehabt, das hieß Drachenlord Fettlord. Pass auf, selbstironischer geht, glaube ich, kaum. Das wird natürlich nicht berücksichtigt, solche Sachen. Ja, in der Schulzeit war ich oft so, dass ich halt fast nichts gesagt habe oder so. Aber wenn ich dann mal was gesagt habe, ja, dann ging's voll auf die Fresse, weißt du? Dann ich hab die Schnauze gehalten und irgendwann habe ich einen Spruch gelassen und der ging dann halt voll aufs Maul, weißt du? Der war dann sofort und die dann so. Da haben sie dann mal gewusst, was sagen sollen, weißt du? Oder Rainer war Nazi-Sau. Ich war nie ein Nazi. Ich habe, wie ich jung war, in der Schule war, mit 10, 12, habe ich mal diese Schulhof-CDs gehört. Ja, aber mit 10, 12 willst du mich da wirklich zur Rechenschaft ziehen, was ich mit 10, 12 gemacht habe? Zunächst mal ist es verjährt und zum anderen habe ich damals nicht gewusst, was das für ein Schwachsinn ist. So, weißt du, was das ist? Das ist eine Fernbedienung. Weißt du, für was? Wahrscheinlich für... schwierig, keine Ahnung. I don't know. I don't know heißt, ich weiß nicht. Ich weiß ja. Was das ist das? Hört man jetzt vielleicht ein kleines Rauschen bei mir im Hintergrund? Ah, Ventilator, sagt Harry 1978. Komm her, du Sauer. So ein Standventilator, muss ich sagen. Ich verfolge auch die ganzen Videos, die halt deine Streams werden ja immer von Molumbi hochgeladen und von ABCDF. Ja. Ich schaue mir die an. Aber wirklich. Da muss ich noch rechtlich gegen vorgehen, gegen die Typis langsam mal. Okay, aber. Ich weiß, okay, da kenne ich mich nicht aus, aber ich. Damals bei Boneklinks ja so geil. Der spricht ja angeblich kein Deutsch. So. Boneklinks hat seinen Fame nur durch dich gekriegt. Das ist einfach so. So wie viele. Ich glaube sogar mittlerweile hat sich das bei dem auch zu so einem Selbstläufer entwickelt, dass der mittlerweile sogar auf YouTube mehr Follower hat als du. Was aber auch, das spielt ja auch keine Rolle, ich will nicht vergleichen, ich will dir nur... Regenbogenschaf, ABCDEF, glaube ich, heißt er, dann... Imp und Dorian und deine ganzen... Imp, die ganzen Typis, genau, die sind ja auch, all diese Menschen, die haben nur einen einzigen Grund, warum die so bekannt sind. Habe Anja, ich gehe von mir selber immer aus und sage ja von mir selber immer, dass ich eigentlich gar keine Kraft habe. Aber vor einiger Zeit, jetzt kann ich es mal erzählen, weil die Sache hat sich erledigt, haben es bei mir ja das Tor kaputt gemacht. So. Und ich bin losgefahren und habe rausgefunden, wo die sind, ne? Und dann haben die, pass auf, das ist so geil, für meine Fans, die werden sich wahrscheinlich gleich in den Arsch ablachen, du wahrscheinlich auch, die Hater werden sich denken, so ein Idiot. Jump voll hinterher, weißt du, so wie so ein Berserker, so, nehmen volles Wasser so hoch, ne? Der versucht noch so in die das Ding hochzuklettern, alles natürlich voller Matsch, ne? Kommt nicht hoch, rutscht weg. Ich so, stapfst du hinter ihn hin, pack ihn und ich höre nur noch, wie er zischt. Scheiße. Dann pack ihn mit so einem richtigen Hebelgriff, hab ihn in der Hand, seine Füße wackeln in der Luft, weißt du, und schmeißt ihn so voll hinter mich. Voll krass. Stapfst dann so mit meine Barfest durch ein Ding, durch die Aurach und hab den dann rumgehauen wie ein Tanzbären. Hab den vor einer, weil das ist halt, was nicht, das ist so 2,5 Meter oder was ist die Brat, hab den vor einer Seite auf die anderen übergeschmast, ne. Ah, sein Handy. Ich hoffe, sein Handy ist kaputt, Alter, ohne Scheiß. Meins hat nur einen kleinen Schaden davon genommen, weil ich habe meins auch einstecken gehabt und das war ja im Wasser. Ne? Aber ich habe den dann so im Wasser geschmissen gehabt, ne? Da war er so voll unter Wasser und ich habe mir noch so kurz gedacht, ersäufe ich jetzt die Sau oder nicht? Mir gedacht, ja, okay, gut, scheiß drauf, was schon, wäre voll kriminell. Also ziehe ich ihn wieder hoch, habe ich den Fehler gemacht, weil ich mal wieder zu gutgläubig war, ihr Schweine. Es ist dann aufgeklärt mit seinem Kumpel auf der anderen Seite, wo uns beide batschert nass schon. Auf jeden Fall habe ich den rumkaut wie ein Tanzbären. Ich dachte mir noch so, aber ich war auch so gewaltig in dem Moment, da habe ich mir gedacht, boah, ich könnte jetzt Bäume ausreißen. War auf jeden Fall echt lustig. Jetzt sagen alle lü. Ihr wisst nicht, dass ich lüge, aber sagt mal, habt ihr gewusst, was genau mit dem Tor passiert ist? Das haben die nämlich sich nicht getraut zu veröffentlichen.
Hätten sie es nämlich gemacht, hätte ich sie nämlich angezeigt, weil es ist nämlich Hausfriedensbruch in mehrfacher Hinsicht gewesen, ne? Sich mit Rainer anzulegen ist nicht so ohne. Und insofern überlegt euch, was ihr tut. Wenn es richtig blöd läuft, kann es tödlich enden. Ich meine, den hätte ich auch ersaufen können, lässig. Bin ich jetzt so am Pisser auch noch im Knast? Da habe ich Besseres zu tun. Ich muss jetzt mal gucken, ne? Mein Twitter haben sie ja gesperrt, die Schweine, ne? Weil ich angeblich ein Fake-Account bin. Nö. Weißt du, was die von mir wollen? Die wollen von mir ein notarisch beglaubigtes Schriftstück in den nächsten 48 Stunden, dass ich der Echte bin. Okay. Ja, dann liefer und dann ist alles wieder gut. Das kostet Geld, ne? Schon klar. Ich zahle doch jetzt nicht extra für den Twitter-Account nochmal Geld. Nee. Ich schaue jetzt, ob ich die... Und das sage ich im Bewusstsein, dass die Hater da sind. Ich schaue jetzt, ob ich die verklagen kann, weil das ist ja... Die haben ja meine Daten vom Führerschein und von meinem Perso bekommen. Die haben ja andere Daten und die wollen jetzt ja noch ein notariales Zeug und behaupten, ich bin ein Fake-Account und alles. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich das versucht habe, dass die mich wieder freischalten. Na egal. Was? Ich stream fast 5 Minuten und ich bin nicht auf Platz 1. Das ist ja neu, ey. Krasse Geschichte. Im Prinzip ist Headbanging zwar Metal, aber man kann im Prinzip zu allem bangen, wenn man einfach nur den Rhythmus hat und einfach nur den Willen der Musik. Das ist alles so weicher Käse, Alter! Ich komm nicht einmal außer Atem! Jenseits des Glaubens, ich habe übrigens keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich habe gar keinen Alkohol daheim. Wenn ich bange, hält mich nichts auf. Nicht einmal was zu saufen. Und 10 Cent mit Ziegenzug und 10 Cent dazu zum Zug. So. Das sollte eigentlich auch noch alle Zweifel ausräumen. Scheiße! Der Amon Amarth Torhammer. Der Kappe! Gute Simpson! So war es wirklich! Nächste Event! Ich weiß gar nicht, ob ich das im Sitzen so hinkriege, wie ich normalerweise zu bang. Aggressiv. So verbrennt er ein bisschen Kalorien, wenigstens. Verbrenn lieber selber erstmal deine Fettwanzen, die du auf dem Arsch hast, wo du dauernd auf dem Arsch sitzt.
Also Headbangen werde ich jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich Kopfschmerzen. Keine Freespins für Rainer Aussungen für YouTube-Videos. Wenn du immer noch glaubst, dass ich durch Freespins Weißt du, wie wahrscheinlich das ist, dass du durch Freespins Barren spendest? Weißt du das? Bist du eine Pflaume. Ich bin echt fertig, ey. Ich bin eben echt nicht mehr der Jüngste mittlerweile. das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir heute tatsächlich so wenig Leute sind und so wenig zusammengestanden, dass ich heute nicht mehr auf Platz 1 bin. Aber okay, ich gönne das den anderen. Ist ja auch mal in Ordnung, wenn mal jemand anders Platz 1 ist. Wenn sich jemand fragt, wo ich die Kraft hier nehme. Die Antwort ist einfach. Ich nehme die Kraft aus dem Metal. Du fühlst sie nicht? Du behauptest, andere sind keine Metaler? Dann bist du keiner. Wie geht's dir, Rainer? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Hallo, Rainer. Servus. Boah, ich bin frisch geduscht. Ich rieche extrem gut, frische Klamotten. Jetzt könnten die Frauen kommen. Weißt du, was ich mir auch leisten kann? Ich kann mir sogar O-Saft leisten. Ja, und das Geile, ich kann mir sogar O-Saft mit Fruchtfleisch leisten. Oh, ich bin richtig episch, oder? Wenn ihr das knuddeln wollt, dann knuddelt das neue Maskottchen vom Drachen. Und zwar den Rosa Yoshi. Hallo Drache, servus. Wir haben da schon, also ich und die Admins, also ich, Demon und Hawkeye haben schon drüber geredet. Boah, Mann ey. Meine Augen, ne? Die Frisur sieht so scharf aus, ey. Ich weiß auch nicht. Unfall. Drache, wink mal. Ich bin dein größter Fan. Ah ja. Sagt bestimmt jeder Fan. Mach Sport, du Fettsack. Hier, das ist Sport. Drehsport. Feierst du den Geburtstag mit den Freunden? Nö, es gibt nur zwei Personen, mit denen ich feiern möchte und das mache ich auch. Boah. Alter Falter. Dank dir. Jo. Bist du Coldplay? Was? Was ist ein Coldplay? Coldplay konnte es England, kommt aus England und macht Alternativrock. Coldplay. So, du sagst, irgendwas sagt mir das sogar. Ist aber ewig her, dass ich davon so irgendwie gehört habe oder so. Keine Ahnung. Was, wenn man dich abonniert, bekommst du dann die 4,99 komplett oder nur einen Teil? Ich bekomme nur einen Teil, ich bekomme zwei Drittel ungefähr. Was haben die alle mit ihrem Unfall? Ach, keine Ahnung, die spinnen sich mit irgendwas zusammen. Weißt doch, die Hater, jedes Mal, wenn irgendwas ist, glauben sie gleich, das wurde eine Drache, da muss er gleich wieder. Das ist wieder typisch. Jetzt besser mit deinen Videos. Meine Videos? Es kommen keine Videos. Ab und zu vielleicht mal Gaming, ja. Rainer hat einen Autounfall. Ja, genau, deswegen sitze ich ja noch hier. Boah, kommt. Oh, ohne Scheiß. Wann war das? Vor 2 Jahren. Habt ihr auch alle so ein Fake-Ding im Twitter rumgehaut? Oh, Ruhe in Frieden, Rainer, Autounfall, bla. Noch alle das im Schrank. Wie erkennt man einen Hater? Naja, komm, zum Beispiel der Typ, der hier, es gibt Bilder vom Unfall, sich nennt. Ist zum Beispiel ein guter Fall.
sagt, Kontakt zum DBA, dunklen Parabelritter, der hat, was, der war auf dem Dark Troll Fest. Nee, keine Ahnung. Ich hab mit dem Alex schon ewig keinen Kontakt mehr. Lass sie lieber versteigern auf eBay. Ja, jetzt schau ich halt erst mal, was das Ding überhaupt wert ist. Ich muss demnächst auch mal die zweite Elgato raushauen. Die will ich auch demnächst mal verkaufen. Weil die mir ja nichts bringt. Alles klar, Honey, mein Schatz. Viel schönen Abend noch. Oh, mein Drachi. Oh. Oh, my Honey. So, schönen Abend dir noch, Honey. Oder schönen Tag. Ja, ich kann das nicht. Was? Ja, ich kann das nicht. Girlstimme ist für mich einfach. Screamen! Das kann ich ein bisschen. Scream! Entschuldigung, wenn die Lade ausgemacht. Sind Drachen so mächtig, weil in ihrem Blut die Magie kreist. Alle Kreaturen, in deren Körper Magie kreist, sind stark. Stärker als Menschen es je sein werden. Weil die Magie sich mit ihren Muskeln, mit allem, was sie in ihrem Körper haben oder was für ihren Körper nötig ist, verbindet im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende. Und auf die Art und Weise werden Drachen stärker als alle anderen Wesen. Nach der Aktion gestern Nacht, muss ich sagen, habe ich schon wieder gar keinen Bock weiterzumachen. Oh, meine Nase, ey. Magst du die Gummibärenbande? Ah, es geht so. Entschuldigung. Wie wird Game of Thrones eigentlich ausgesprochen? Ja, Game of Thrones natürlich. Macht uns andere Game of Thrones. Game of Thrones, sag ich ja nicht immer, mit THF. Englisch eben, ne? Achtung! In diesem Video geht es um Fragen, die mir meine Fans unter meinem Hashtag Dr. Drache gestellt haben. Diese sind teilweise sehr speziell und falls ihr dafür noch zu jung seid, dann solltet ihr jetzt wirklich abschalten und euch ein bisschen auf YouNow von irgendwelchen widerlichen alten Männern Fragen zu euren Füßen stellen lassen. Fuck, ich will hier drin nicht sterben. Oh nein, der Parabelritter! Eiblali! Komm, nein, Ariella! Nein! Sonnenlicht, endlich! Fuck, 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 nix wie raus hier! Regenbogenscharfe, ich verbrenne! Und dann seine schmackhafte Leiche verspannt! Haha, also! Warum? Mädel Leute, Servus und herzlich willkommen beim Regenbogenschaf und damit auch herzlich willkommen zu einem neuen, ja man kann schon fast sagen taufrischen, also quasi jungfräulichen Regenbogenschaf Sunday. Oh yeah. Heute widmen wir uns einem für viele von euch, da ihr wahrscheinlich noch zu jung dafür seid, neuem Thema. Und zwar dem Thema der Liebe. Also Ficken und Vögeln, wie man heutzutage dazu sagt. Aber vielleicht sollte nicht ich als Regenbogenschaf zu euch über dieses Thema sprechen, sondern mich viel eher in eine andere Person verwandeln. Also nicht der sein, der ich jetzt gerade bin, sondern zu einer anderen Person werden, die ihr gar nicht kennt, von der ihr also auch gar nicht wissen könnt, ob sie arrogant ist oder nicht. Tada! Jetzt bin ich Dr. Drache. Und als Dr. Drache, auf diesen kreativen Namen, bin ich übrigens selbst gekommen, weil in der Bravo gab es ja den Dr. Sommer, genauer gesagt das Dr. Sommer-Team, welches die gute deutsche Jugend viel zu früh schon mit so unchristlichen Themen wie Penis
verdorben hat. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mir gedacht, Dr. Sommer gibt's schon, wie soll ich also da am besten mein neues Format nennen? Ach, genau, nenne ich es doch einfach Dr. Drache, weil Drachen sind meine Lieblingstiere und ich bin mit 28 Jahren ja so hängen geblieben, dass mir nichts anderes als Drachen, Drachenlord, Diener der Drachen, am Anfang des Universums gab es nur Drachen und so weiter, ihr kennt es ja, einfällt. Hoppla, lange Rede, kurzer Sinn, wollte keine Scheiße bauen und vom Thema abkommen. Hier bin ich also Dr. Drache und beantworte eure Fragen, die ihr mir unter meinem Hashtag Dr. Drache gestellt habt. Danke dafür übrigens, war echt krass eure Beteiligung, top. Ich weiß das echt zu schätzen, wie sehr alle hinter mir steht. Kommen wir also zur ersten Frage. Frufasa fragt, wie lange dauert durchschnittlich der Geschlechtsakt? Hashtag Dr. Drache. Also, als erstes muss ich sagen, dass das eine sehr schön formulierte Frage ist und du auch eine sehr schöne Frau zu sein scheinst. Deshalb werde ich diese Frage als erstes beantworten. Der durchschnittliche Geschlechtsakt dauert mal länger und mal kürzer. Und das kommt ganz auf den Mann oder die Frau an, je nachdem, wann der oder die abspritzt oder halt im Falle der Frau absquiddiert. Und natürlich auch, wie und in welcher Einheit man den Durchschnitt dann berechnet, also Dollar oder Euro. So, kommen wir zur nächsten Frage. Spekulierender Süller fragt, was sind das für Flecken auf dein, da fehlt ein N, Tabaktuch, Alter? Hashtag Dr. Drache. Boah, seid ihr immer wieder die gleichen Idioten? Wickst du nicht, Zilla? Ich bin ein sehr reinlicher Mensch und wenn mich die Flecken stören, dann fahre ich nach dem Wichsen einfach schnell zu McDonald's und wasche sie dort auf der Toilette einfach aus. Aber momentan stört es mich einfach nicht. Blöd kann man auch sein. Aber trotzdem natürlich eine sehr schön formulierte Frage. Vielen Dank dafür. So, kommen wir zur nächsten Frage. King Belau fragt, wer ist deine Lieblingserotikdarstellerin? Hashtag Dr. Drache. Ich habe keine Lieblingserotikdarstellerin, jedenfalls keine menschliche, aber davon abgesehen finde ich die Metal Queen Doro Pesch schon zum Abspritzen geil. Grüße gehen raus. Die nächste Frage kommt von, ich kann deinen Namen jetzt leider nicht lesen, sorry. Jedenfalls fragst du, warum bekommst du bei Frauen kein Hoch? Hashtag Dr. Drache. Also als erstes muss ich sagen, dass es eine sehr schön formulierte Frage ist. Vielen Dank dafür. Und ich habe tatsächlich bei Frauen ein wenig Probleme. Das liegt aber daran, dass das viele Blut immer in meine schönen Waden gepumpt wird und deshalb anderswo fehlen tut. Bau einfach keine Scheiße, Junge, und lass solche Fragen. Trotzdem sehr schön formuliert. Die nächste und letzte Frage kommt von Jimmy Pesto und dieser fragt, Hashtag Dr. Drache, leckt Rita Hottne? Vielen Dank für diese sehr schön formulierte Frage. Und wenn man dem YouTuber und Junauer Drachenlord Glauben schenken darf, dann... Rita leckt Hodne. Ja, tatsächlich. Ach, was soll's, eine Frage geht noch. Und zwar fragt, auch deinen Namen kann ich nicht lesen, sorry, irgendwas mit Zynkek. Meine Freundin mag keinen Oralsex. Was kann ich tun? Hashtag Dr. Drache. Auch an dich, vielen Dank für diese sehr schön formulierte Frage. Und mein Geheimtipp oder zu empfehlende Empfehlung wäre, sie einfach mal zu ihrem Glück zu zwingen. Oder dir einfach eine andere Freundin suchen. So, bevor das Video jetzt zu lange wird und ich zu viel schneiden und rendern muss und ich deswegen dann nicht zum Rendern komme, bevor meine Frau nach Hause kommt, war es das für heute auch schon wieder mit dem Regenbogenschaf Sunday. Falls ihr aber noch Fragen haben solltet, dann könnt ihr mir die in dieser Woche sicher auch noch live auf Twitch stellen. Also es sei denn, meine Krieselkrätze wird immer schlimmer. Dann natürlich nicht, aber eigentlich habe ich es vor, auf Twitch zu sein. Arsch aufreißen für die Fans, Leute. Bis dahin oder bis nächste Woche dann zum 5. RBSS-Jubiläum, Leute. Ich habe dafür auch schon was ganz Besonderes vor. Das ist Gold vom Feinsten, Alter. Bleibt sauber und hört endlich auf, Scheiße zu bauen. Das gilt auch für die Nachbarn in und um Schauerberg. Euer Regenbogenschaf. Oh, sicherheitshalber mal meine Ohrstöpsel ein bisschen wegmachen. Alter, meine Haare sind schon wieder so lang, ne? Hi Rainer, wie geht's? Passt schon. Und dir? Kann ich leider nicht hören, Moment. Na, hast keine Kopfhörer. Du machst wieder Scheiße. Wann kann man denn hier nirgendwo den Ton anmachen? Ja, keine Kopfhörer auf und so. Hast aber du nicht ja, mal Lust einfach... Aufnahme? Ich kann dich wieder nicht hören. Hast du nicht einfach mal Lust einfach kaputt. Mal aufzuhören, auf aber Kindergarten zu machen und das so. Zu machen? Müssen wir vielleicht die Seiten. Wisst ihr, ich gebe ihm die Chance, ernsthaft zu sein und anständig das zu machen. Und was macht er? Er macht so auf, ich höre dich nicht. Hast du ihn erkannt? Natürlich, klar. Bin ja nicht dämlich.
Ich habe ihn absichtlich genommen, weil ich wissen wollte, was er will. Aber... So, schauen wir mal, ob er es jetzt hinkriegt. Hallo Rainer. Hallo? Was ist wieder mit Twitch los? Hier, Junau los. Ich höre dich schon wieder nicht. Kopfhörer aufsetzen wäre vielleicht ein Vorteil, ne? Ich habe eben auch im Stream mit Ton mir das angesehen. Nee, geht irgendwie nicht. Moment. Läuft das hier rüber? Ich habe ja auch nichts gesagt. Hallo? Ah, jetzt, oder? Hm. Ja, also ich glaube, ich höre dich nicht so richtig. Hm. Weil Jona scheiße ist. Ich wollte dich nur mal grüßen. Verarschen, ne? Hoffe, es ist alles cool bei dir. In der Schanze. Ich hätte jetzt gerne mit dir geredet, aber ja, das geht auch nicht. Liegt irgendwie am Browser oder an Juno, höre nichts. Ich möchte hier alle Leute grüßen und ich dachte, es liegt daran, dass ich eben RBS geguckt habe und du warst ja bei dem im Teamspeak gleichzeitig. Und dann habe ich euch immer so doppelt gehört, ne? Also dich. Deswegen hatte ich dann hier Juno gemutet. Aber jetzt ist es halt wieder so. Hier ist auch. Wie viel Blödsinn kann ein Mensch eigentlich erzählen, frage ich mich. Das tolle Audiosymbol ist einfach weg, sobald man Gast hat. Als ob ich bei RBS im TS. Geht's noch? Ich würde dir gerne antworten, Rainer. So ein Blödsinn. Ja, komm, du hörst mich doch ganz genau. Ach, warte, du hörst mich klar genau. Warum lachst du denn dann, wenn ich RBS sage, dass ich da nicht im TS bin? Ey, komm. Hier in Inkognito-Modus und dann gucke ich mir deinen Stream da ohne Account an, dann geht das vielleicht. Warum Schanze? Ja, es irritiert mich auch seit Jahren schon, dass die Schanze sagen. Okay. Na gut. ich habe schon mal was gespendet, dann mache ich das jetzt auch mal. Was ist denn das hier? Ach, Rainer, servus. Endlich bin ich auch mal wieder bei dir Gast. Na, wie geht's dir? Was ein Lappen, ey. Der spendet ernsthaft 1000 Barren, dass ich ihn rannimm. Ja, ey, ich habe extra meine Frau gefragt, ob ich dir ein bisschen Geld spenden darf. Das ist echt schade, wenn man da seine Frau sogar extra um Erlaubnis bitten muss. Nö, das ist nicht schade. So, ist einfach in einer Beziehung. Es kann einfach nicht sein, dass eine Person das ganze Geld für irgendwelche Scheiße raushaut. Man muss da schon ein bisschen Absprachen treffen. Man haut einfach kein Geld für Scheiße raus, so einfach ist das. Ja, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe auch eine Beziehung, also von daher. Echt? Ach so, stimmt, du hast eine Freundin, richtig. Und die gibt dein Geld aus oder verdient ihr beide Geld? Wie läuft das bei euch? Ich wusste nicht, dass dich das was angeht, ne? Das ist ja privat. Sorry. Ich bin eigentlich auch aus einem anderen Grund da. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob ich so an Weihnachten oder vielleicht an Neujahr würde interessieren, bei dir Autogramme geben kann. War das möglich? Ich würde gerne Fan-Treffen bei dir machen. Wie hat es sich denn angefühlt, dass der Kanal plötzlich weggestrikt wurde? Mein Kanal ist noch da. Geh mal auf YouTube und gib ein /RGNBGNSCHF. Das ist aber nicht mehr der Original-Account dann. Doch, das ist der Original-Account. Gib es mal ein. Sollen die Leute machen, ich mach das nicht. Ja Leute, macht's mal. Aber wie sieht's aus? Darf ich mal bei dir Autogramme geben? War das okay? Nö. Oder definitiv. Darf ich meine Autogrammkarten? Mach's halt bei dir vor der Haustür. Hä, aber ich bin doch YouTuber und du hast doch gesagt, du würdest auch Autogrammkarten von anderen YouTubern bei dir irgendwie verteilen. Du bist kein YouTuber. Warum? Du bist kein YouTuber. Du bist jemand, der seinen Kanal darauf aufbaut, anderen Menschen Scheiße anzutun. Hoppla, dein Bauch guckt raus. Dein Bauchnabel guckt raus. Dein Bauchnabel guckt garantiert nicht raus. Die letzten 5 Jahre hast du eins gemacht, und zwar so einen Haufen Blödsinn erzählt, dass du hier meinst, jetzt hier mich jetzt noch zum Triggern zu bringen. Dabei habt ihr in den letzten Jahren nur für eins gesorgt, und zwar dafür. Also triggern wollte ich dich nicht, sorry. Also ja, haben wir uns vielleicht missverstanden, ja, sorry. Nur dafür gesorgt in den letzten 5 Jahren, dass ich immer weiter abgestumpft bin und mich nicht mehr wirklich viel überraschen kann. Also wir haben auch dafür gesorgt, dass du immer größer wirst, also du bist ja mittlerweile richtig immer größer. Groß, richtiger Bodybuilder geworden. Ich glaube, wenn ich, ja genau, Anspielung auf mein Video. Ich glaube, wenn ich, ja, ohne euch Hater, ich glaube, wenn ich ohne euch Hater unterwegs gewesen wäre, wäre ich mittlerweile schon weit größer, als ich jetzt bin. Zumindest was meine Abonnentenreichweite angeht. Meine Bekanntheitsreichweite. Also dein Arsch mittlerweile schon gewaltig. Meine Bekanntheitsreichweite. Ja, du musst mich hier nur beleidigen.
Was habe ich denn jetzt, was hab ich denn jetzt getan? Sorry. Ja, du beleidigst mich hier die ganze Zeit und ich beleidige dich. Du zeigst im Prinzip den Leuten jetzt gerade nur eine Sache, dass du hier der Einzige bist, der hier die ganze Zeit rumstrengeln muss. Ich habe dir keine Ausdrücke an den Kopf geworfen, ich habe nichts gemacht. Sorry. Leute, bitte, ich entschuldige mich hier auch bei euch Zuschauern. Sorry, das war echt unfair von mir. Wir können ja über was anderes reden. Vielleicht über dieses Poster, was du in deiner Küche falsch rum aufgehängt hast. Was hat es damit auf sich? Hat es einen bestimmten Grund? Im Prinzip ist das ein Lagerfeuer in grün. Ein Lagerfeuer? Und wenn man es anders rumdreht, schaut es aus wie ein Typ, der da steht mit den Haaren nach unten und am Bängen ist. Ach, jetzt verstehe ich das. Ach so, okay. Cool. Und gibt es sonst noch irgendwelche Krassiger bei dir, die du irgendwie uns berichten möchtest? Irgendwelche krassige Stories oder so? Ich habe in RBS neulich in den Stream aufgenommen als Gast. Das war echt krass, heftig. Echt? Hab nicht damit gerechnet. Ja, nö, weiß nicht, wann es war. Ich bin lange Zeit noch ein Fan geworden gewesen. Ist das nice für dich oder wie fühlst du dich dabei so? Fan 1 ist der Z-Striller. Irgendwie. Egal, er hat ja nur ein D von einem Namen. Ich habe halt einen T-Namen. Aber ich habe trotzdem auch 1000 Bar an dir gespendet. Das hat nichts mit dem Namen zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Letzte war, der 1000 Barren gespendet hat. Wenn jetzt jemand anderes nochmal ein 1000er spendet, ist der vor ihm. Okay, aber ein Danke wäre trotzdem drin, oder? Warum bedankst du dich einfach nicht mal? Ich habe mich bedankt. Okay. Ich habe gesagt, danke, ich sagte vorhin, als die Barren rauskamen, danke an Twitch Miriam. Oder Miriam. Ja, aber ich bin RBS und an Twitch Miriam. Richtig, aber Twitch Miriam... Twitch Miriam war der Account, der mir was gespendet hat. Und das habe ich gesagt. RBS hat mir ja nichts gespendet. Ich sehe zumindest... Warte, ich gehe nochmal durch. Vielleicht habe ich es übersehen. Der ZSTRL... Aber ist ja auch egal. Twitch Miriam... auch auf Twitch online und Stream aktuell Hearthstone. Hast du Bock mit mir vielleicht mal noch eine Hearthstone zu spielen? Rudolf der Zweite. Rudolf Helmut, der Zweite. Grüße gehen raus. Dominik Fiedler. Gonzo... Donhan, ich fliege mal kurz durch. Nein, keiner der LBS heißt, der mir hier an, der mir 1000 Barren gespendet hat oder überhaupt was gespendet hat. Ich hätte es auch kurz vorlesen können, wäre schneller gegangen. Aber möchtest du auf Twitch kommen und vielleicht gegen mich Hearthstone spielen? Hast du da Bock drauf? Ich spiele nicht gegen Lowbobs. Gegen Lowbobs spielst du nicht? Oh, das ist aber schade. Das wäre mal auch wenigstens mal ein Spiel, wo die Leute vielleicht ein bisschen Spaß hätten dran. Würde mich überraschen, wenn da irgendjemand großes Interesse dran hat. Ja, also meine Zuschauer bei Twitch... Du bist doch seit 2 Jahren null und nichtig. Keine Sau interessiert sich mehr seit 2 Jahren für deinen Kanal. Sag das mal meinen ganzen Fans. Und seit etwa einem Jahr machst du ja kaum noch Videos. Ich habe erst vor kurzem, glaube ich, wieder mal 1000 Euro mit T-Shirt-Verkäufen eingenommen. Ich habe es dir auch per Mail geschrieben, dass dich ja fürchterlich drüber aufgeregt. Ich habe jetzt ein neues T-Shirt Mail bekommen von dir. Und zwar Schrabadabba. Das ist auch so eine Erfindung von mir. Wie viele T-Shirts verkaufst du so? Warum versuchst du mich jetzt zu triggern? Ich versuche dich überhaupt nicht zu triggern, Rainer. Mich interessiert das überhaupt nicht. Herzlichen Glückwunsch dafür, dass du so viele Barren... Herzlichen Glückwunsch dafür, dass du so viele Barren mit irgendetwas verdient hast, an dem du wieder mal keine Rechte hast. Aber das sind wir ja alle gewohnt von dir. Das ist echtes Geld, Rainer. Das sind keine Barren. Das sind Barren, die ich irgendwie heimlich auf PayPal schieben muss, sondern das ist richtiges Geld. Da kann ich richtig mit meiner Frau zusammen mal weggehen... Die Leute sagen, oh, guck dir den an, der hat's geschafft. Der hat eine hübsche Frau, die fuhr da aus zum Essen gehen. Was ist denn nur in seiner Schimmelschanze? Ich habe auch eine schöne Frau, aber im Gegensatz zu dir habe ich es nicht nötig, meine ganzen Sachen, die ich habe, die ich kann und die ich mache, hier groß auszubreiten. Ich bin dummerweise nicht davon ausgehend besser oder schlechter als jemand anders. Und ich muss es auch nicht den anderen Leuten hier beweisen, indem ich hier aufzähle, was ich alles habe und was andere angeblich nicht haben, von dem ich aber nicht weiß, dass andere es nicht haben. Oder ob sie es nicht haben. Ich bin jetzt ein bisschen arg schnell ersetzt. Was habe ich nicht? Das ist mir schon klar, dass das arg schnell ging. Im Klartext, damit es auch du verstehst, heißt es, ich muss nicht mit irgendetwas angeben, damit ich mich besser oder damit ich besser wirke als andere. Habe ich nicht nötig. Wenn du so viel Kohle verdienst, wie du angeblich verdienst, ist das schön für dich. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke, vielen und Dank. Weiter? Danke. Ja, ich habe es aber nicht nötig, jetzt damit anzugeben, wie viel Kohle ich verdiene. Das brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Meinte, ich muss nämlich nur die Erlaubnis von dir einholen und dann ist das Ganze eigentlich nämlich auch rechtlich absolut in Ordnung, dass ich das mache. Und das hast du mir quasi damit gegeben, oder?
Ich hab dir keine Erlaubnis gegeben für irgendwas. Doch, hast du gerade, natürlich. Ich sagte, ich hab dir gratuliert. Ja, und damit hast du es akzeptiert. Danke dafür. Ja. Reingelegt, Rainer. Du hast von mir überhaupt nichts bekommen. Doch. Ohne Spaß, früher hast du irgendwie viel mehr im Stream gemacht. Da warst du auch mal ein bisschen wütend, hast ein bisschen mit deinen Ärmchen gefuchtelt. Richtig, aber genau das ist das Problem. Genau auf die Art und Weise von Streams wartest du ja nur. Und den Kindergarten werde ich dir nicht geben. Ich bin besser als das. Und ich war es immer. Ich habe nur früher die Reichweite gebraucht, wie du selbst sagtest. Ich habe die Reichweite gebraucht und habe die Reichweite von euch gekriegt. Und dadurch, dass ich die Reichweite von euch gekriegt habe und die jetzt nicht mehr benötige, habe ich mir von euch im Klartext nur das genommen, was ich brauchte. Und Ende. Also hast du jetzt die Reichweite bekommen, die du wolltest? Oh, du bist so witzig, schreibt hier jemand gerade. Wahrscheinlich auf dich bezogen. Ja, danke. Das schreiben bei mir im Chat auch alle. Dann war das auf dich bezogen. Perverser Yoda. Packerswerk, danke schön. Hier werden keine Grüße verteilt jetzt. Warum nicht? Hast du jetzt noch irgendwelche Fragen an mich? Ansonsten muss ich jemand anders dran nehmen. Eine einzige Frage habe ich noch, okay? Ja. Wärst du sehr sauer, wenn ich dir deine Freundin ausspannen würde? Viel Erfolg dabei. Ja, dann werden wir das ja noch bald sehen. Ach, du kannst mir überhaupt nichts ausspannen, was angeblich ja nicht existiert, ne? Nö, die existiert, sonst könnte ich sie dir ja nicht ausspannen, oder? Pass gut auf sie auf. Ach komm, meine Frau ist weit besser als das, was du bist. Einige Frauen. Meine Frau würde dich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Warum? Das willst du ganz genau, beharrter Affe. So. Das war doch witzig. So. Das sind die Clowns. So, Musik ist jetzt mal aus. Ja, wen nehme ich denn jetzt noch dran? Wenn ich das sehe, empfind ich Freude. Drachenlord, sagt meine Leute. Und wie ich diese Hater hasse. Er wurde gemobbt von der ganzen Klasse. Trägt der Drache die Haare offen, dann wird gebankt. Auf dem besten Weg zu 50.000 Fans. Doch Gehate ist in Deutschland nicht erlaubt. Lösch die Scheiße, die Anzeige ist raus. Wisst ihr noch? 2011. Rainers Vater scheidet aus der Welt. Und ein Jahr vorher, als wäre das alles nicht genug. Rainers Oma ist nun leider tot. Trägt der Drache die Haare offen, dann wird gebankt. Auf dem besten Weg zu 50.000 Fans. Doch Gehate ist in Deutschland nicht erlaubt. Lösch die Scheiße, die Anzeige ist raus. 88 ist er in unser Land gekommen. Ward geboren im Zeichen der dunklen Sonne. Feige Hater, komm doch einfach zu ihm nach Haus. Und er schmeißt euch